Wenn ich Sie jetzt vom Hocker reißen müsste, müsste ich das machen, was ich am Mittwoch in unserer Kinderuni gemacht habe an der TU Ilmenau. Ich habe Computerspiele gezeigt. Und die Kinder haben gejohlt und sind aufgestanden. Ich habe sie gefragt, wir haben 611 in der großen Aula, was macht ihr am liebsten? Spielt ihr gerne Computerspiele? Ja! Und alle sind aufgesprungen. Und gestern waren zwei sehr eindrucksvolle Vorträge, wo ich eigentlich gedacht habe, ich bin hier fehl am Platz, die gezeigt haben, wie kreativ Medienumgang ist in der heutigen Zeit. Also ein bisschen jetzt spöttisch, diese transnationalen, postdemokratischen Subkulturen. Und ich frage jetzt nicht, ob sie das auch gerne machen, wie ich die Kinder gefragt habe, ob sie gerne Computer spielen, sondern ich frage sie, so ein bisschen jetzt Interaktion, wer von ihnen hört gerne oder würde sich als einen Stammhörerin oder Stammleser von Bürgermedien bezeichnen heutzutage? Doch ein paar. Vielen Dank. Ich hoffe, das ist nicht nur der AK Bürgermedien, den ich hiermit recht herzlich danke, dass Sie mich hier eingeladen haben zu diesem Vortrag, sondern auch, was ich Ihnen damit verdeutlichen möchte oder was sich die nächsten 25 Minuten auch durch meinen Vortrag zieht, ist, ja, sowohl als auch Argumentation. Ja, Partizipation und Bürgermedien, dieser Funktionszusammenhang, der sich auch dahinter verbirgt. Also ich habe so ein bisschen nicht so zugespitzt meinen Vortrag. Ich rede von Partizipation und Bürgermedien. Die stehen in einem engen Zusammenhang. Dieser enge Zusammenhang ist heute auch noch wichtig. Aber, und das ist das hier aber, dieser Zusammenhang hat sich gewandelt. Und auch das, was wir heutzutage oder auch die Jugendlichen unter Bürgermedien verstehen, ist ein bisschen was anderes, als was in den 70er, 80er Jahren unter Bürgermedien verstanden worden ist. Genauso auch, wie sich Partizipation etwas oder Partizipation an Massenmedien, das ist ja das Thema, mit dem ich mich beschäftige als Kommunikationswissenschaftler, auch geändert hat. Und ich werde nicht auf alle Funktionszusammenhänge zwischen Partizipation und Bürgermedien eingehen, das verbietet die Zeit, aber auch aus meiner Sicht ein paar wichtige. Auf andere können wir dann in der Diskussion vielleicht eingehen. Die Ausgangsfrage für mich ist eine, die Friedrich Krotz schon etwas länger hergestellt hat, der, glaube ich, diese Impulsreferat auch sehr gut hätte halten können, ist die Frage der Teilhabe an Öffentlichkeit. Er hat diese Frage gestellt 98 auf der Konferenz des Bredow-Instituts, Öffentlichkeit unter Vielkanalbedingungen. Wie adäquat sind die bisher mögliche Teilhabe an organisierter Öffentlichkeit als Nutzung standardisierter Nachrichten- und Informationssendungen? Adäquat sind die Partizipationsmöglichkeiten der repräsentativen Demokratie unter heutigen Lebens-, Arbeits- und Medienbedingungen. Das verweist schon darauf, dass, wenn man mit einbezieht Öffentlichkeit, was immer mit zu bedenken ist, wenn man von Partizipation und Bürgermedien ist, dass sich Öffentlichkeit heute gewandelt hat, mehr denn je. Nicht nur die Strukturbedingungen, sondern auch die subjektiven, was gestern sehr schön dargestellt worden ist. Also wie wird Öffentlichkeit empfunden? Was ist den Leuten wichtig? Wie gehen sie an die Öffentlichkeit? Wie ist das Verhältnis von Öffentlichkeit und Privatheit? Und das ist die Forderung und das ist auch ein Postulat, das die Landesmedienanstalten versuchen umzusetzen, gerade auch in Thüringen oder auch in anderen Bundesländern sehr versucht. Bürgern und Bürgerinnen müssen gemäß des gesellschaftlichen und technischen Entwicklungsstands adäquate Informations- und Partizipationsmöglichkeiten eingeräumt werden. Etwas, das Bürgermedien, so wie wir sie in Deutschland verstanden, sehr gut zum Teil umgesetzt haben. Aber das Jein, das möchte ich vielleicht später, wenn ich noch Zeit habe, mehr ausführen. Wenn man Partizipation beobachtet, es ist auch immer eine normative Geschichte, was gestern auch zum Teil nicht direkt, aber implizit angeklungen ist bei den zwei Impulsreferaten. Partizipation ist auch mit einem bestimmten Habitus verbunden, mit einer bestimmten Haltung und was ich unter Öffentlichkeit auch verstehe. Das sieht man auch ganz, wenn man sich mit der aktuellen Diskussion über Bürgermedien auseinandersetzt, der Streit zwischen offenen Kanälen und freien Radios, weil die auch ein anderes politisches Verständnis, anderes Verhältnis von Partizipation zum Teil haben. Habermas würde sagen, und das ist die Forderung nach mehr Partizipation und auch die spezifische Auffassung von Partizipation. Demokratische Partizipation als aktive und selbstinitiierte politische Beteiligung. Teilnehmen, teilhaben und sein Teil geben an der Medienkommunikation, wenn ich von Medienpartizipation rede. Und die Anteilnahme am Geschehen und Schicksal des Gemeinwesens andererseits. Und da
Das ist so ein bisschen ein kleiner Kontrapunkt zu gestern auch, was wir auch in Wandel sehen, zum Selbstverständnis als Bürger, wie Bennett festgestellt hat 2007, wir haben nicht mehr diesen dutiful citizen, sondern eher diesen actualizing citizen. Gerade bei den Jugendlichen. Nicht mehr diesen Pflichtbewussten, der es als Pflicht sieht zu wählen und auch nicht diesen pflichtbewussten Medienbürger, der sagt, das ist meine Aufgabe, öffentlich-rechtlich zu gucken und mich in den Qualitätsmedien zu informieren. Wir haben eher einen actualizing citizen. Jemand, der aktiviert wird, der mobilisiert wird mit immer aufsehenerregenderen Aktionen und der sagt, so wie Studien zu amerikanischen Jugendlichen sehr schön zeigen, 77% amerikanischer Jugendlichen sagen, die Nachrichten kommen zu mir. Ich muss nicht aktiv suchen. Und sie kommen auf irgendeinen Wege zu mir. Und dann ist es natürlich interessant, auf welchen Wege sie kommen. Durch die großen Informationskommunikationsnetzwerke oder auch wie hier in der U-Bahn durch die Einblendungen ganz kurz, diese drei Head News, die man hat. Oder auch ein Großteil der Jugendlichen, 70%, die sagen, wenn sie eine politische Frage haben, dann tippen sie das erstmal in Google ein und suchen nicht die Medien auf, die dafür eigentlich zuständig sind, das zu beantworten. Und warum ist das so wichtig für uns? Öffentlichkeit stellt aus der Perspektive der Partizipationstheorie, Kurt Imhoff würde sagen, die Conditio sine qua non. Durch die Kommunikation wird gesellschaftliche Partizipation gefördert, durch die Teilnahme an der Kommunikation, durch deren Medieninhalte. Und das ist auch der Wirkungszusammenhang, der hinter Bürgermedien und Partizipation steht. Da gibt es eine sehr interessante Studie dazu und immer mehr in verstärkter Zeit, wie das zusammenhängt. Kommunikation, Publikum und deren Engagement. Wir fördern Medien, die traditionellen Massenmedien, gesellschaftliches Engagement, gesellschaftliche Partizipation. Ich fokussiere auf die etablierten Massenmedien. Und da sieht man eine größere kommunikative Vernetzung der Bürger untereinander und eine größere Orientierung an öffentlichen Themen führen zu einem größeren Vertrauen in den Staat und dadurch zu mehr zivilgesellschaftlichen Engagement. Eine Untersuchung in Großbritannien von Nick Coultry, Sonja Livingstone und Tim Markham hat das sehr schön untersucht und auch festgestellt, das, was Sie eigentlich alle wissen, muss ich eigentlich gar nicht mehr aufhören, die zunehmende Boulevardisierung untergräbt diesen Zusammenhang. Sie bringen es so ein bisschen auf diese Phrase, Big Brother is killing democracy. Big Brother ist natürlich das Medienangebot gemeint. Und diese diversen anderen Live-Shows. Umso mehr sich die Leute an sowas orientieren, umso weniger sind sie an öffentlichen Themen interessiert. Und desto weniger neigen sie auch dazu, gesellschaftspolitisches Engagement zu zeigen. Also genau dieser Zusammenhang, für den Bürgermedien antreten. Und es zeigt sich auch in der Forschung, gerade zum Internet, in dieser Studie, je größer und vielfältiger das Medienmenü, desto eher bringt sich ein Bürger oder Bürgerin natürlich in politische Debatten im Internet ein. Und je vertrauter er mit dem Netz ist, desto eher engagiert er sich dort auch politisch. Ganz wichtig hier auch die Zugangsproblematiken, die Sie hier angedeutet sehen. Was ist eigentlich Partizipation? Partizipation ist das Grad der Einflussnahme auf etwas, was gestern auch angedeutet worden ist, in verschiedenen Stufen. Stange, Ulrike Wagner haben das auch aufgearbeitet. Ich möchte das jetzt beziehen auf Partizipation als Grad der Einflussnahme auf Massenmedien oder Medienkommunikation. Und da haben wir natürlich auch wie in allen anderen Bereichen verschiedene Formen. Ganz auf der linken Seite Fehlform, Fremdbestimmung oder auch nur Dekoration, Alibi-Teilnahme oder was wir auch sagen würden, es sind eigentlich Geschäftsmodelle. Denken Sie an die Leserreporter in der Bild-Zeitung. Eine Form von partizipativem Journalismus, das aber eigentlich nur ein Geschäftsmodell ist und eher ein Feigenblatt ist. Bis hin zur Beteiligung, Teilhabe, Mitwirkung, Mitbestimmung und dann zur Selbstbestimmung und zur Selbstverwaltung. Und das ist genau auch gerade eine aktuelle Diskussion, die wir auch im Workshop im Anschluss dann besprechen. Wie weit soll hier diese Selbstverwaltung gehen, die Selbstbestimmung bei Bürgermedien? Inwieweit ist dieser Regulierungsanspruch auch der Landesmedienanstalten gegeben, notwendig oder muss auch diskutiert werden, was in anderen Ländern auch sehr stark diskutiert wird? Man sieht hier auch, und das ist ein Kontrapunkt auch so ein bisschen gestern zu dem Zitat von Gerhards, der zitiert worden ist, dass man sieht einen gesamtgesellschaftlichen Trend hin mehr zu mehr Partizipation und Verschiebung des Verhältnisses zwischen den Leistungs- und Publikumsräumen. Wir hatten gestern ein Beispiel über Wirtschaftssystem oder auch politisches System und hier ist das Beispiel des Mediensystems. Es ist nicht nur so,
mit Worten von Ulrich Beck gesprochen, dass hier ein größeres Bedürfnis ist, sondern auch eine größere Notwendigkeit. Denn die etablierten gesellschaftlichen Systeme oder auch Mediensysteme neben anderen bringen auch die Leistung gar nicht mehr ein oder nehmen sie auch nicht mehr wahr. Das, was Ulrich Beck in seiner Individualisierungstheorie auch beschrieben hat, der Bürger muss jetzt nun auch verstärkt die Leistungen selber übernehmen. Das ist ja auch der Kern der Subpolitik, dass sie gesagt haben, die Bürger in den 80er Jahren, die gesellschaftlichen Probleme sind eben nicht mehr lösbar ohne unsere Mithilfe. Es findet quasi ein Outsourcing statt. Und das hat man auch in der Medienkommunikation zum Teil. Wir in der Kommunikationswissenschaft unterscheiden mehrere Formen von massenmediale Partizipation. Die erste Form, die Teilhabe an Steuerung oder Regulierung der Medien, also die Mitwirkung der Zivilgesellschaft an der Organisation und Kontrolle von Medieninstitutionen sowie nicht institutionalisierten Netzwerkstrukturen. Das ist etwas, was wir jetzt auch erst untersuchen in der Kommunikationswissenschaft und das natürlich etwas anachronistisch ist 2011, wenn wir von Medieninstitutionen reden und hier zum Beispiel über Teilhabemöglichkeiten am öffentlich-rechtlichen Rundfunk debattieren. Weil Medieninstitutionen heute nicht nur die Massenmedien sind, sondern auch die neuen Intermediären, wie die Suchsysteme oder auch andere technische Infrastruktur, wie Google, Facebook, Social Networks. Und wir uns da Gedanken machen sollten, inwieweit kann hier das Publikum mitwirken? Inwieweit ist hier die Möglichkeit oder besteht die Möglichkeit, öffentlich-rechtlich zu denken oder auch bürgerschaftlich zu denken, dazu später mehr. Zweiter wichtiger Punkt, die Teilhabe am medial vermittelten Diskurs, in dem zivilgesellschaftliche Akteure ihr Anliegen durch die Medien ein Publikum zur Kenntnis bringen. Das, was Bürgermedien seit den 70er Jahren machen. Und natürlich die intermediäre Rolle der Massenmedien. Und so ist auch in Deutschland gedacht, dass sie einfach das den Bürger zu Wort kommen lassen und dadurch eigentlich noch mehr Einfluss auf dessen Partizipationschancen haben. Und das führt mich dazu, dass Bürgermedien der Ort für das mediale Engagement der Bürger sind. Und hier kommt das Postulat, was ich eigentlich schon auch vorher erwähnt habe, zu tragen. Bürgerrundfunk oder auch Bürgermedien im Weiteren ist Partizipation an öffentlicher, lokaler Meinungsbildung. Und hier, das ist auch ein bisschen der Kasus Knaxus, wo wir auch diskutieren können, durch die professionelle Medienkompetenzvermittlung. Also nicht so sehr, dass sie zu Wort kommen, sondern dass hier vor Ort Medienkompetenz vermittelt wird. Oft wird beides postuliert, oder beides ist wichtig, aber eigentlich, und das wird jetzt immer wirkmächtiger auch in der öffentlichen Diskussion, es wird erstmal Medienkompetenz vermittelt. Und dadurch, und das ist die Voraussetzung, ähnlich im Sinn von der Public Connection, damit die Bürger und Bürgerinnen dann politisch partizipieren und engagiert werden. Und das könnte man kritisch diskutieren, ob das heutzutage noch ausreicht. Dass Bürgermedien Sinn machen, das war eigentlich eine rhetorische Frage, mehr denn je, möchte ich auch hier nicht so ausführen, aber das, nur ganz kurz, das kennen Sie alle, das ist aus den 60er Jahren, der Strukturwandel der Öffentlichkeit. Von Jürgen Habermas vorgestellt, der genau sagt, Öffentlichkeit hat einen doppelten Funktionswandel hinter sich. Wir haben einen sozialen Strukturwandel und wir haben einen politischen Funktionswandel. Den sozialen Strukturwandel, dass das Publikum nicht das aktive Publikum ist, nicht der aktive Nutzer, sondern eher immer mehr zu einem Unterhaltungspublikum wird, das so ein bisschen aus einem Dornröschenschlaf herausgerissen werden muss. Und wir haben einen politischen Funktionswandel. Große Teile der Öffentlichkeit sind nicht unbedingt die politische Öffentlichkeit, sondern werden immer mehr zu einer Unterhaltungsöffentlichkeit. Und das hat defizitäre Folgen, die wir auch in der Kommunikationswissenschaft sehen und dazu gleich bei der übernächsten Folie kommen. Und das ist ein Wandel, den auch Jürgen Habermas am eigenen Leib erfahren hat. Ein bisschen anderes Beispiel, aber auch sehr interessant, diesen Funktionswandel von Öffentlichkeit. Das ist jetzt mittlerweile 8 Jahre her, wo ich Jürgen Habermas in der Staatsbibliothek in München getroffen habe. Und er saß auf meinem Platz in der Bibliothek und war vertieft in einem Buch. Er saß auf meinem Platz, weil alle anderen Plätze vergeben waren. Und warum? Es war Prüfungszeit. Und alle, Staatsbibliothek ist gleich in der Nähe von der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät und Psychologischen Fakultät. Alle Studenten sind in der Früh hin, haben ihr praktisches Buch in ihr Handtuch, es besetzt, um zu lernen.
So waren anwesend war ungefähr nur die Hälfte, aber die anderen Plätze waren alle besetzt. Und er hat sich dann natürlich irgendwo hingehockt. Ich saß natürlich da nicht, um zu lernen, sondern eine Doktorarbeit zu schreiben. Und das ist Herr Habermas, das ist mein Platz. Oh, das tut mir leid. Sie können ruhig sitzen bleiben, wenn ich ein Autogramm bekomme. Nein. Er möchte lesen. Er ist da, um zu lesen. Und alle anderen sind da, um zu lernen. Und das ist so dieser Punkt. Es gibt keine öffentlichen Räume mehr zum Lernen. Ja, und die Studenten nehmen sich die Bibliothek, die eigentlich eine andere Funktion hat, um hier zu lernen. Und ähnliches Bild sieht man auch in Massenmedien aus einer partizipationstheoretischen Sicht. Das sind Lernumgebungen. Das sind mediale Welten, damit die Bürger lernen, was es heißt, Bürger zu sein, politisches Engagement zu lernen. Und das wird durch Massenmedien geprägt. Und dieser Ort verschwindet immer mehr. Wirkmächtiges Modell aus der Kommunikationswissenschaft von Gerz und Neidhardt, das Arena-Modell der Öffentlichkeit. Wir würden heutzutage sagen, als kritische Kommunikationswissenschaftler, das ist ein Staatskundemodell. So sollte es sein, ist es aber nicht. So ein Gleichgewicht der verschiedenen Arenen, etwas größer, die Medienarena, die vermittelt und das aufnimmt, was in anderen Arenen produziert wird, an Inhalten, sondern es ist eigentlich, muss man da andere Bedingungen sehen, und auch eine ökonomische Arena hat größeren Einfluss, die politische Arena hat einen größeren Einfluss, auch die Medienarena hat einen Einfluss auf die anderen Arenen. Dies, was dahinter steht, dieses Bild von Öffentlichkeit durch die verschiedenen Selektionsmaßstäbe, dass massenmediale Öffentlichkeit eigentlich das aufnimmt, was auf einer Encounter-Öffentlichkeit, also hier würde Habermas wieder reden, die Bürger, die sich auf dem Bürgersteig treffen, über etwas reden, was dann von den anderen Ebenen der Öffentlichkeit aufgenommen wird und übertragen wird, ist eher in der heutigen, unter heutigen Bedingungen umgekehrt zu sehen. Ja, wir Kommunikationswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler reden von Anschlusskommunikation. Die Medien prägen eher die Themen, über die wir reden. Ja, hier in Nürnberg meistens wahrscheinlich nur über Fußball, aber auch über andere Themen. Ich sollte sie ein bisschen aufwecken, habe ich ja gehört. Ja, Entschuldigung. Die Problematik, die natürlich auch dahinter ist, die Habermas auch selber ja auch schon sehr angeprangert hat, 2007 in einem sehr schönen Aufsatz im Feuilleton der Süddeutschen, sagt, die Demokratie kann sich das nicht mehr leisten, dieses Marktversagen, dieser Aufmerksamkeitsmarkt, der gestört ist. Er bezieht sich hier auf Tageszeitungen. Ja, die größte Kritik hat er von den Journalisten selber einstecken müssen. Ja, allen voran Frank Schirmacher und andere Kollegen, die gesagt haben, nein, wir wollen eben nicht, was Habermas fordert, eine öffentlich-rechtliche Zeitung. Er sagt, es macht heutzutage keinen Sinn. Und da haben wir auch die Problematik für die Bürgermedien, wenn sie fordern oder wenn wir fordern, wir möchten auch für das, was wir leisten, damit wir das auch leisten können, noch mehr alimentiert werden. Wir möchten auch dafür bezahlt werden, für das, was wir leisten, für das Public Value, das wir leisten. Und die Problematik, die dahinter steckt für alle Medien, wir Medien müssen heutzutage für die öffentliche Anerkennung sorgen. Dass andere Medien mittlerweile eigentlich automatisch schon haben. Also mein Beispiel zum Eingang mit den Kindern. Die Anerkennung haben die Computerspiele bei den Kindern. Ja, denken wir an das Spiel Battlefield 3, das letzte oder vorletzte Woche rausgekommen ist, über 600.000 Stück in den ersten 2 Tagen in Deutschland verkauft. Das ist eine Anerkennung, die ihnen entgegengebracht wird. Natürlich auch nicht für immer, das geht für 1-2 Jahre vielleicht. Denken Sie an World of Warcraft, die jetzt hier gerade in jedem Quartal 10% ihrer Spieler verlieren und Spielerinnen. Also heutzutage ist etwas sehr kurzfristig, aber nichtsdestotrotz, die Bürgermedien, und das ist mehr denn je, müssen um ihre Anerkennung kämpfen, obwohl sie hier diesen Marktversagen entgegenwirken. Und das auch, das zeigen die empirischen Beispiele, sehr gut machen. Kann ich auch sehr kurz machen, die aktuelle Diskussion aus der Kommunikationswissenschaft, die eher das bestätigt, was Habermas schon in den 60er Jahren gesagt hat. Ja, es gibt diesen neuen Strukturwandel der Öffentlichkeit. Der ist noch schneller denn je. Wer sich interessiert, Kurt Himmhoff ist einer der federführenden Köpfe. Es gab dazu auch die Tagung Ende September an Anfang Oktober in Innsbruck dazu, den 3-Länder-Soziologen-Kongress nur zu diesem neuen Strukturwandel der Öffentlichkeit, den wir feststellen. Was für uns interessant ist, oder auch hier in diesem Rahmen, wohin führt dieser neue Strukturwandel? Es gibt eine Deregulierung zwischen Massenmedien und der Gesellschaft oder dem der politischen Öffentlichkeit, die sie repräsentieren. Und diesen
Diese Deregulierung findet vor allem auf der EU-Ebene statt. Denken Sie an europäische Öffentlichkeit, die politisch gegeben ist, aber wir haben kein starkes europäisches Mediensystem. Keine starken europäischen Medien, wie wir auf einer nationalen Ebene haben, die denen entgegenwirken. Und die zweite Ebene, und das ist natürlich ganz wichtig für die Bürgermedien und die auch deren, für deren Relevanz es spricht, wir haben diese Konkurrenz zwischen politischer Öffentlichkeit und ihrem Publikum auch nicht nur auf lokaler Ebene. Mit Zunahme an einen Zeitungskreisen, wenn überhaupt, dann noch von einer Zeitung zu sprechen ist, in manchen Ortsteilen. Ja, das führt dazu, weil das auch nicht mehr leistbar ist. Das war so der Wandel der politischen Öffentlichkeit. Wir haben aber auch einen Medienwandel, der dahinter steckt. Und das ist, spricht auch für die Rolle der Bürgermedien, auch noch heutzutage, dieses Jahr aber oder jetzt erst recht, das, was gestern auch angeklungen ist und was Christoph Neuberger und auch andere sehr schön hier aufzeigen zu diesem medienstrukturellen Wandel im Internet. Diese Auflösung, wo ich ja am Anfang auch gesagt habe, warum reden wir heute noch von Bürgermedien? Durch das Social Web hat man eigentlich mehr denn je den Zugang zur Massenkommunikation, auch den Zugang zur Aufmerksamkeit sehr einfach gemacht. Heute kann jeder in 5 Minuten eine eigene Homepage basteln, wenn man den Werbespot von 1&1 klaut. Oder vielleicht in 3 Minuten. Das ist eine gewisse Sache. Aber nichtsdestotrotz, und das, was ich auch gesagt habe, diese Disintermediation führt auch zu neuen Intermediären, die wichtiger denn je sind. Wie gesagt, diese Suchmaschinen zum Beispiel, Google, die eine große Macht haben, wenn es um Selektion politischer Nachrichten geht. Oder auch die Social Networks. Oder auch, Ottfried Jahn hat einen sehr interessanten und sehr guten Vortrag letztes Jahr auf der Jahrestagung des BVBAM gehalten, der gesagt hat, die Rolle der neuen Intermediären, das übernehmen auch die Bürgermedien, die hier vermitteln, die Themen aufnehmen. Und da ist natürlich die Wichtigkeit, wenn ich so ein Modell habe, inwieweit das die Bürgermedien auch aufnehmen und auch einlösen können. Das ist hier das Modell dieser neuen Bürgermedienöffentlichkeit, die sich im Netz gibt, die auch Christoph Neuberger propagiert und auch forscht, die sagt, heutzutage hat der Bürger 3 Rollen in der massenmedialen Kommunikation. Als Laie, er ist die Quelle, er ist das Publikum und er ist der Kritiker. Gedacht für den etablierten Journalismus. Der Journalist, der sich auf Blogs umhört, der Themen aufnimmt. Der Journalist, das Medium, das sich auch kritisieren lässt auf den Seiten, wo dann auch debattiert wird und auch das Publikum. Und das ist natürlich auch Anspruch an die Bürgermedien heutzutage. Inwieweit setzen Sie diesen partizipativen Gedanken auch in Ihrer Arbeit, die Sie jetzt durchführen, an? Also sehr viele etablierte Journalisten und Medien haben hier diese Form von partizipativen Journalismus integriert. Deren Qualität kann man natürlich diskutieren. Aber inwieweit haben das die Bürgermedien auf ihren Homepages drin? Inwieweit gibt es da diesen Rückkanal in den Radiosendungen? Den Zeitschriftangeboten. Und diese Publikumsorientierung, nicht nur den Rezipienten zu sehen und nicht nur den Nutzer, sondern diesen Mitbürger und Mitmedienmacher, ist nicht bei allen Bürgermedien stark ausgeprägt. Ich möchte jetzt keine Medien nennen, sonst bekomme ich hier wieder Buhrufe, wie wenn ich in Nürnberg. Und das Bild, was so ein bisschen ja gestern angeklungen ist, auch in den 2 Referaten, ist natürlich sehr normatives Bild, aber was dahinter steckt, hinter diesen Aktiven, sind diese Netzwerkbürger, die Netzwerköffentlichkeiten bilden. Und das, was manche Politikwissenschaftler sagen, die sind mittlerweile die 5. Gewalt im Staat. Die übernehmen das, was die 4. Gewalt oder der 4. Stand, die Presse früher gemacht haben. Die werden aktiv, wenn ein Problem zu lösen ist. Das ist dann die Occupy-Bewegung oder auch andere Sachen, die dann aktiv werden. Dass dahinter natürlich dann auch wieder Ungleichheiten stecken und Einflussnahmen. Habe ich nicht die Zeit darauf hinzuweisen, aber ein schönes Beispiel ist natürlich auch die Occupy-Bewegung. Und wenn Sie da die Berichterstattung anschauen, es war im New Yorker oder in einem anderen amerikanischen Magazin, die einen Bericht gemacht haben über 5 Männer natürlich auch, das Gender-Mainstreaming ist da auch noch nicht sehr weit, die hier in ihrem Medienbunker waren und die ganzen öffentlichen Bilder so ein bisschen auch strategisch geplant haben
und hier in dem Mediumzentrum sahen und sich darum gekümmert haben, dass Occupy-Bewegung gut in den Medien rüberkommt. Also es ist nicht so zu sehen, dass das ein paar einzelne Graswurzeln sind, sondern dahinter auch wieder Strukturen stehen. Da wir in Bayern sind, habe ich mir die Mühe gemacht, mir die Funkanalyse Bayern herzunehmen. Man hätte auch ganz andere Statistiken hernehmen können, aber auch für die Relevanz hier, wo man sieht, Bürgermedien, ja, auch noch klassischer Rundfunk. Warum? Bezogen auf die informierende Mediennutzung. Das ist ja das, wo ich so ein bisschen fokussiert habe, Medien und politische Informationen. Und man sieht hier auch, Internet, Tageszeitung, Zeitschriften ist noch sehr geprägt von den klassischen soziodemografischen Variablen. Wie Bildung, wie Einkommen. Und das ist das Potenzial natürlich von Radio und Fernsehen, die erreichen noch alle. Im Vergleich zu den anderen Medien. Mit dem Internet erreichen sie nicht die breite Bevölkerung, auch nicht heute. Ja, das sind aktuelle Zahlen. Und da sieht man natürlich diese Möglichkeit, Radio, diese relativ große Reichweite, hier in Bayern natürlich auch, das ist ein Autofahrerbundesland, durch den Arbeitsweg. Also diese hohen Zeiten, 16 bis 18 Uhr, und dann nimmt es rapide ab. Das ist natürlich auch wieder schwierig für die Bürgermedien. Zweiter Grund, warum heute auch Bürgermedien mehr denn je und auch darüber nachzudenken, über eine öffentlich-rechtliche Finanzierung eine stärkere. Man hat hier in Bayern gefragt, die Fragestellung war, ich nehme es jetzt nur sinngemäß, wenn ihr gestern informierende Berichterstattung gehört habt, was habt ihr eingeschaltet, öffentlich-rechtlich oder privat? Ganz großer Anteil und viel größerer, wenn ich mich informieren wollte, öffentlich-rechtlich, nicht privat. Drittes, was ist das wichtigste Informationsmedium für euch nach Geschlecht und Alter? Und umso älter natürlich die klassischen Massenmedien, aber das, die Bürger von morgen, die Bürgerinnen von morgen, 14 bis 29 oder auch schon von heute, das ist das Internet. Und was ich auch schon gesagt habe hier, politische Themen, Suchmaschinen, dem entgegengewirkt werden muss. Unter Bürgermedien wird sehr viel heutzutage verstanden, darum jetzt auch einfach dieser unscharfe Begriff, auch von Alternativmedien, Community Media, Citizen Media. Und ihm wird, und das wird ja auch so ein bisschen jetzt in der öffentlichen Diskussion verstärkt angesehen, aber das, was wir Kommunikationswissenschaftler eigentlich schon in den 80er Jahren gesagt haben, important means of empowering citizens, encouraging them to become actively involved in civic society. Und ich habe ein bisschen zusammengetragen, was sich auch empirisch gezeigt hat in den letzten 30 Jahren oder fast 40 Jahren. Publizistische Ergänzung, massenmediale Öffentlichkeit im lokalen Medienbereich, ja. Beitrag zur sozialen Kohäsion und Integration gesellschaftlicher Randgruppen. Förderung von Mehrsprachigkeit sowie von kultureller und sprachlicher Vielfalt. Einfluss alternativer Kommunikationspraxis auf etablierten Journalismus. In vielerlei Form. Denken Sie an die Biografien einzelner Journalisten, wo die angefangen haben. Denken Sie an bestimmte Formate, die dann fundiert sind in etablierten Journalismus. Und hier auch die Rekonstruktion verschiedener kultureller, regionaler, personaler, kollektiver Identitäten mit demokratischem Potenzial. Was sind die Hindernisse und Herausforderungen von Bürgermedien? Man könnte ja natürlich salopp sagen, wird sehr viel Public Value geleistet und das Ganze auf freiwilliger Basis, warum sollen wir noch überhaupt Geld dafür zahlen? Oder auch manche Bundesländer zahlen sehr viel, manche Bundesländer halten sich ganz daraus. Warum? Weil das Ganze natürlich nur eine Dauerbaustelle ist. Und die Leute sich dadurch sehr verausgaben. Die nehmen diese Ressourcen woanders her. Was wir auch haben, der typische Radiomacher ist männlich gebildet und jung. Ich war letzte Woche auf einem Workshop, der sehr toll war. Da ging es um Community Media, die sich selber gründen wollten im norddeutschen Bereich. Es waren zwei Frauen anwesend. Eine von der politischen Stiftung, die das Ganze finanziert hat, und eine Studentin, die sich dafür interessiert hat. Alle anderen waren 40 Radiomacher. Also das Gender Mainstreaming ist heute noch nach 40 Jahren bei den Aktiven die Zugangsfreiheit. Und es zeigt sich gerade bei Community Media aus empirischer Forschung im Nachhinein, erfolgreiche Projekte sind in der Regel dort erfolgreich, wo ihnen schon eine funktionierende Gemeinschaft existiert. Also wo schon
im Sinne von Sozialkapital viel geleistet worden ist. Ein Beispiel dafür ist, was auch ein Paradebeispiel von Community Media ist, Australien, wo wir um die 500 Community Media oder Bürgermedien haben, die zusammengenommen eine größere Reichweite haben im Rundfunk als das öffentlich-rechtliche Public Broadcasting. Aber da auch, da hier diese lokalen Gemeinschaften von vornherein schon sehr stark ausgeprägt sind. Eine Sache, die wir in Deutschland nicht so kennen. Auch in angloamerikanischen Ländern ethnische Gemeinschaften, die sehr stark von vornherein sind, was wir auch zum Teil hier nicht so kennen. Internet ist eine Herausforderung. Wenn wir von Community Media reden, von Bürgermedien, für wen stehen wir? Für wen stehen die Radiomacher? Wir haben noch sehr oft hier auch den Habitus einer Partikularinteressen der Macher. Radio als Kampfmacher, Bürgermedien. Für wen stehen wir? Wen lassen wir zu Wort kommen? Die Bereitschaft zur Fortentwicklung und Anpassung der Projekte. Das ist das Thema unseres Workshops auch. Digitalisierung, Aufnahme partizipativer Methoden, gesellschaftliche Anerkennung, habe ich schon gesagt, und auch die Qualitätssicherung, Management und Kultur. In den letzten 5 Minuten möchte ich noch so ein bisschen, was aber aus meiner Sicht sehr wichtig ist für die Diskussion von Bürgermedien, ein bisschen anderes Verständnis von Bürgermedien, angloamerikanisch Civic Media. Wenn man vom Subjekt redet, ist any use of any technology kann ein Bürgermedium sein, kann bürgerschaftliches Engagement steigern. Ein Beispiel hierfür, oder Henry Jenkins, das klang ja gestern auch schon ein bisschen an, der sagt, es sind immer mehr die Unterhaltungsmedien, die bürgerschaftliches Engagement fördern können, wenn sie von einem Publikum genommen wird. Sein Beispiel, was hier nicht sehr wirkmächtig ist, ist die Harry Potter Alliance. Er redet von ungefähr 500.000 Mitgliedern in den USA. Und das ist hier eine Gemeinschaft, gegründet auf den Harry Potter Mythos, die sich zusammengeschlossen hat, Medien entwickelt, Medien propagiert, bottom-up, um Gutes zu tun. Das kann man jetzt sehr schlecht sehen, was ganz im Braun ist. Not in Harry's name. Und da geht es darum, ökologische Schokolade zu kaufen. Das nimmt das genau ab, was die Sigrid Baringhorst gestern gesagt hat mit diesem Boykott, dieser Aktive. Und die machen ihre eigenen Medien. Und die geben, wie ich schon gesagt habe, vielleicht die Möglichkeit, mehr empowered zu werden und quasi ein Hidden Curriculum anzubieten. Also genau das eigentlich, für was die Bürgermedien in Deutschland auch stehen seit den 70er Jahren. Aber etwas verpackter. Anderes Beispiel aus dem anderen Bereich meiner Forschung sind diese Spielwelten, wo es sehr viel empirische Forschung gerade in den USA dazu gibt. Und das ist genau, wo gefragt worden ist, wenn ihr bestimmte Spiele spielt, weckt das in euch zivilgesellschaftliche Haltungen? Werdet ihr dadurch zu einem Staatsbürger? Interessiert ihr euch für öffentliche Themen? Genau die Art von Forschung, die bei uns noch so ein bisschen aussteht, für die ich auch werben würde, zu untersuchen, sowas mit dem Publikum der Bürgermedien noch durchzuführen. Zu sagen, wenn ihr diese Sendungen hört, was für Haltungen habt ihr danach? Und hier sieht man, ja, wenn man SimCity spielt, weiß man plötzlich, was Stadtplanung heißt. Man sieht plötzlich die Problematiken. Genau die Art von Forschung, die bei uns noch so ein bisschen aussteht, für die ich auch werben würde, zu untersuchen, sowas mit dem Publikum der Bürgermedien noch durchzuführen. Zu sagen, wenn ihr diese Sendungen hört, was für Haltungen habt ihr danach? Und hier sieht man, ja, wenn man SimCity spielt, weiß man plötzlich, was Stadtplanung heißt. Man sieht plötzlich die Problematiken. Ja, dann könnte man aufnehmen so ein bisschen, naja, man müsste eine Art SimCity Battlefield machen. Ja, Gentrifikation, um die Jugend dafür zu sensibilisieren. Ja, oder hier auch Deutsche Bahn propagiert, 21 SimCity. Wenn man diesen Beispielen, diese Forschung zu Civic Media ernst nehmen würde aus den USA. Und ich würde auch sagen, man sollte es nicht ganz abtun, sondern auch verstärkt einmieten. Und Bürgermedien müssen damit auch konfrontiert werden. Anderes Beispiel hier aus, einen der zahllosen Myriaden Online-Foren, die es zu World of Warcraft oder anderen Spielen gibt, wo genau das diskutiert wird. Ja, Stuttgart 21 sinnvoll, Schießerei in Schulbörde und so weiter, neben anderen obskuren Themen.
Aber das Ganze unmoderiert, ohne auch ein bisschen Zusammenhang. Man sieht ja auch, wenn man die Neuerungen sieht, auch nicht sehr regelmäßig. Vorletztes Beispiel. Anderes wirkmächtiges Spiel, GTA 4. Kennen Sie auch, müssen Sie wahrscheinlich kennen, weil Sie im Alltag damit konfrontiert werden und versuchen, das den Leuten vielleicht auch auszutreiben. Was macht man da? Man fährt hier in der Nürnberger Südstadt rum mit seinem Auto und begeht Kriminaltaten und andere Sachen und hört Radio. Und das haben etablierte kommerzielle Anbieter entdeckt, wie zum Beispiel Warner Brothers, Universal. Die zahlen sehr viel Geld, damit sie hier die Radiostation, die man in GTA 4 hört, bespielen können mit ihren Botschaften, mit ihrer Musik. Die nennen das Ganze auch Independence FM und erreichen damit sehr viele junge Medienleute, Medienpublikum durch das Radio in den virtuellen Welten. Und das sind natürlich auch, klingt vielleicht auf den ersten Aspekt etwas abstrus, wo sich aber auch die Bürgermedien ein bisschen beschäftigen müssen und sagen, das müssen wir auch ein bisschen aufnehmen. Wir müssen auch unser Radio, unsere Medien in die Spielwelten, in die anderen Medienwelten hineintragen. So, das überspringe ich, gehe ich zum Fazit, dass wir noch ein bisschen Zeit haben zum Diskutieren. Bürgermedien als besonderes Beispiel zivilgesellschaftlicher Kommunikationsnetzwerke stellen politische Lern- und Bildungslaboratorien dar, würde John Dewey sagen oder auch Habermas, die nötig sind für den Erhalt der Demokratie. Bürgermedien sind eigentlich ein Best Practice. Ja und nein, denn, was ich so ein bisschen angedeutet, die konfliktären Zusammenhänge. Ich habe ja versucht, hier Öffentlichkeit mit einzubeziehen und hier auch die zunehmenden Strukturwandel, diese Vermachtung, ist nicht nur durch individuelle Medienkompetenzförderung lösbar, indem ich hier die einzelnen Bürger medienpädagogisch schule. Diese Konflikte beim Zugang der Teilhabe an Massenmedien, Öffentlichkeit an sich, habe ich dadurch nicht gelöst. Und die Haltung der Macher und fehlende Publikumsreise schaffen auch angloamerikanische Autoren reden hier von einem Ghetto, die sind hier ein bisschen immer schneller zu Wort, die reden von einem alternativen Ghetto und das haben wir zum Teil heute auch. Nicht hier, es haben sich sehr viele gemeldet, vielen Dank nochmal, aber das kann man machen. Und was sich zeigt, und das ist mein Schlussfazit, die gestiegenen Partizipationsansprüche des Publikums, aber auch die gestiegenen strukturellen Defizite öffentlicher Kommunikation erfordern eine Bestandsaufnahme und Diskussion zivilgesellschaftlicher Beteiligungsmöglichkeiten im Medienbereich. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, Fragen aus dem Publikum. Das würde ich anders sehen, was Sie gerade geantwortet haben. Ich würde es eher so bewerten, dass natürlich in Facebook oder YouTube entsprechende Kanäle eröffnet werden können, die selber auch dann Bürgermedium als eine, gerne sagt man ja virtuelle Gruppe, ich würde das so nicht definieren, aber als digitale Zusammenkunft dort auftreten, sich also einen eigenen Platz dort schaffen, um zu interagieren, zu senden, und zwar in beide Richtungen. War nur eine Anmerkung, muss ich jetzt nicht drauf. Vielleicht ein Punkt, was ich so ein bisschen weggelassen habe aus kürzester Zeit, ist natürlich auch die Kommerzialisierung der Öffentlichkeit, wenn wir darüber reden, wer trägt diese Infrastruktur? Wer trägt Facebook und so weiter? Das sind natürlich... Das trägt die Wirtschaft. Und hinter Bürgermedien steht eigentlich andere Träger. Und das ist der Hauptunterschied. Ja, weitere Fragen. Ja, ich würde da nochmal zustimmen, weil ich würde sagen, eigentlich fast Internet, da hat jeder die Chance, ohne groß Geld auszugeben, ohne irgendwo hinzugehen, wirklich zu senden. Und deswegen sehe ich da eigentlich die viel größere Chance, weil ich hatte eben aufgezeigt, bei Bürgermedien, wer die konsumiert. Da wusste ich jetzt nicht, was sie meinten. Da muss ich jetzt meinen Finger wieder zurücknehmen, weil das höre ich eigentlich nie. Weil gerade Podcasts und so weiter, da braucht man nur ein Headset und kann senden. Und da brauche ich auch keine kommerzielle Plattform für. Das kann ich auch selbst hosten, kann ich auch 5 € im Monat ausgeben, das klappt auch so. Deswegen brauche ich auch keine langfristige Finanzierung unbedingt dafür vom Staat. Vielleicht um Know-how weiter zu verbreiten, kann man auch als Podcast oder Ähnliches machen, um zu lernen, wie mache ich denn Podcast, auch journalistische Hintergründe, wie arbeite ich denn da vernünftiger, als jetzt nur was ins Mikro zu labern. Also solche Sachen, denke ich, da sehe ich eigentlich die Riesenchance. Weil selbst wenn das alles wegbricht, das bleibt. Und das wird immer mehr. Also würde ich auch jetzt als viel größer schon sehen als Bürgermedien. Also klassische Bürgermedien. Es gibt noch eine weitere Frage oder eine Anmerkung?
Ja, dem würde ich ausdrücklich widersprechen, dass das Internet quasi sozusagen die Rolle übernehmen kann, die dem Bürgerrundfunk in Deutschland zugeschrieben worden ist. Das muss ich schon alleine deshalb, weil ich in Niedersachsen bei der dortigen Medienanstalt für Bürgerrundfunk und Medienkompetenz zuständig bin. Mein Name ist Klaus-Jürgen Buchholz im Übrigen. So viel vorweg. Nein, ich glaube auch tatsächlich, dass das Internet bietet, wie Sie es, Herr Wimmer, auch sagten, sehr, sehr viele Potenziale für direkte Bürgerbeteiligung. Das ist gar keine Frage. Aber vielfach ist es eben schlicht und ergreifend eine mehr oder weniger unorganisierte technische Plattform zunächst. Und der Bürgerrundfunk in Deutschland, und zwar ziemlich egal, in welchem Bundesland man hinschaut, sind eben Institutionen, die da mehr leisten müssen und sollen und deshalb eben auch öffentlich gefördert werden. Eine Leistung, die sie unter anderem erbringen sollen, ist eben, dass sie im Bereich des Lokalen, im Bereich des Regionalen eben eine publizistische Ergänzung leisten sollen. Und dagegen stehen sozusagen eben die vermonopolisierten Zeitungslandschaften in Deutschland. Dagegen wird man voraussichtlich, wenn man individuell im Internet sich wie auch immer äußert, nichts machen können. Dazu bedarf es, denke ich, klarer Institutionen. Und dass das wirkt, das zeigen zum Beispiel auch die Reichweitenuntersuchungen, die es unter anderem in Niedersachsen gibt und die es ganz aktuell wieder gibt und demnächst veröffentlicht werden wird. Wir nehmen das mal als Anmerkung so hin. Und ja, vielleicht so, ich glaube, es gibt noch weitere Wortmeldungen, sonst würde ich einfach sagen, achso, es gibt noch weitere. Also ich finde auch, dass das Internet einfach ein viel zu liberaler und umkämpfter Raum ist, als dass da Bürgermedien stattfinden könnten. Aus meiner Sicht sind doch Bürgermedien dadurch geprägt, dass sie den Publikum eine Plattform, funktioniert das hier richtig mit mir? Dem Publikum eine Plattform bereitstellen. Und zwar eine etablierte Plattform. Im Internet muss sich diese Plattform erst erkämpft werden. Und wenn ich schaue, was da etablierte Leute wie, was weiß ich, die Macher von Was mit Medien alles leisten, um sich da überhaupt diese Plattform zu erarbeiten, da weiß ich nicht genau, ob das auf die Bürgermedien so übertragbar ist. So, das war jetzt, glaube ich, eine Frage an Sie. Ja. Danke. Nein, ich beglückwünsche allejenigen, um das jetzt ein bisschen zuzuspitzen, die sagen, klar, das Internet ist für alle da und es wird von allen genutzt. Sage ich, wunderbar, sie gehören zur digitalen Elite. Zur männlichen digitalen Elite. Wenn ich mir die A-Blocker anschaue, sind es nur wenige Männer. Und die verdienen ihr meistens ihr Geld, indem sie dann auch Werbevorträge machen. Und Sascha Lobo zum Beispiel. Das ist eine Geschichte. Und das andere ist, ich rede von Demokratie und natürlich den Anspruch, normativ, vielleicht ist ja auch 2011 überholt. Ich möchte das Publikum in seiner Gesamtheit erreichen. Also das heißt, Partizipation ist auch mit Deliberation verbunden, dass wir alle miteinander diskutieren. Und das ist, und das sehe ich aus meiner Forschung und aus der Forschung und Kommunikationswissenschaft, dass das im Internet noch nicht gegeben ist. Die Potenziale sind da, diese Strukturen und diese Netzwerköffentlichkeiten, die ich auch unterstütze und auch versuche, Forschung dazu zu machen. Aber die erreichen nur ganz, ganz wenige. Die erreichen wirklich nur die Informationselite. Die erreichen nicht hier die Nürnberger Südstadt. Und da macht dann sowas wie Radio Z als Bürgermedium eine ganz tolle Arbeit in den letzten 25 Jahren, auch wenn sie kein Geld dafür bekommen. Und das ist natürlich was, was ich im Internet nicht so habe. Wenn man sich die Entwicklung, ein schönes Beispiel wurde ja gestern genannt, Indymedia oder auch Attac, aber wie sich das auch in den letzten 25 Jahren vermachtet hat durch Redaktionskollektive und auch andere Sachen und da auch Machtstrukturen ablaufen, da gibt es eben nicht so diesen freien Zugang oder nur auf kurzer Zeit. Und dieser freie Zugang auf Dauer zu stellen, schaffen meistens, auch nicht immer, zurzeit die Bürgermedien noch, die klassischen etablierten, dass sich die auch öffnen müssen, ist klar. Und auch das, und das ist so mein Schlusspostulat, dass auch die Landesmedienanstalten sich öffnen müssen und Bürgermedien nicht nur als Rundfunk und als Rundfunk zu denken oder als Zeitung, sondern auch als Social Network zu denken oder auch als virtuelle Welt zu denken. Und das mal vielleicht zu fördern. Diesen Versuch gab es Ende der 90er Jahre von Gerd Lowing und Mitarbeiter. Sie haben das Ganze die digitale Stadt genannt. Das war praktisch eine virtuelle Welt für Amsterdam, öffentlich-rechtlich gefördert. Weil wir sowas im Internet ohne Förderung nicht hinbekommen. Und das Ganze ist nach 2 Jahren auch wieder gescheitert, nachdem die öffentlich-rechtliche Finanzierung zurückgefahren worden ist und es sich einfach keine kommerzielle Förderung gefunden hat, um hier öffentlich-rechtliche Sachen zu schaffen, diese Bürgermedien.
Es gibt ganz viele Wortmeldungen, also wahrscheinlich auch vor dem Hintergrund, also ob sich der ein oder andere Blogger in einem öffentlich-rechtlichen geförderten Plattform genauso, also ob er da genauso agieren würde, wie er das auf seinem eigenen Blog vielleicht tut. Wir müssen allerdings so ein bisschen die Zeit im Blick haben und ich würde jetzt einfach mal sagen, ich bündle jetzt alle Wortmeldungen dazu. Es gibt sicherlich noch in den Workshops Gelegenheiten, auch noch weiter zu diskutieren. Es geht ja sehr viel um die Frage, also was sind die Potenziale der Bürgermedien? Wie müssen Bürgermedien heutzutage definiert werden? Wo sind auch die Grenzen? Es ist dieses wunderschöne Modell, was ich auch immer in meinen Vorlesungen verwende, dieser Pyramide, dieser umgekehrten, gezeigt worden. Das ist ja das, was wir hier letztendlich diskutieren, inwieweit die Encounter-Ebene eben die Möglichkeit hat, auch auf Leitmedien einzuwirken. Wobei wir sagen müssen, Sascha Lobo ist Kolumnist auf Spiegel Online. Also er nutzt ein Leitmedium. Auch ich mache die Beobachtung, dass also diejenigen, die auch twittern, immer wieder auf Leitmedien verweisen. Also das heißt, diese Intermediäre gehen nicht verloren. Und ich persönlich erlebe also so Social-Media-Angebote auch ein bisschen so als komplementäres Angebot zu den Angeboten, die wir schon haben. Aber jetzt machen wir mal eine Abschlussrunde. Und Sie haben dann noch ein kurzes Schlusswort. Und dann gehen wir kurz in die Kaffeepause. Alles kurz, ganz komprimiert. Das kriegen wir hin. Als erster war dran, nee. Jürgen zieht zurück. Du hast das im Blick, Friederike, wer als nächster dran ist. Dankeschön. Morgen, Biene Eder. Wir haben ja vor Jahren mal für die Thüringer Landesmedienanstalt Rabatz mitentwickelt. Das heißt, Kinder und Jugendliche haben so Jugendredaktionen in drei offenen Kanälen in Thüringen gebildet. Also es ging eben darum, dass Kids ja genauso wie Frauen auch unterrepräsentiert sind in solchen Bürgermedien. Und ich finde, die große Problematik an Bürgermedien ist einfach, dass sie an so wenigen Orten zu finden sind. Das heißt eigentlich, die medienpädagogische Arbeit, die einzelne Institutionen vor Ort leisten, wo eben keine Blue Box um die Ecke ist oder kein Radio, die nutzen natürlich das Internet, um senden zu können. Und zwar, um lokal und politisch auch aktiv zu sein. Und da wäre es mal wirklich an der Zeit, weil sonst ist es wirklich Elitearbeit in verschiedenen Städten und Regionen, die dann das große Glück haben, eben tatsächlichen Bürgerinnen-Sender zu haben. Und darüber müsste man einfach mal nachdenken. Denn es bleibt uns gar nichts anderes. Ich finde es sehr ungleich und schade, dass es so ist. Ja, vielen Dank, Sabine. Kannst du das Mikro als Staffelstab mal weitergeben? Also nochmals. Nein, ganz kurz. Ich heiße Uwe Papert von Radio Weser TV Bürgerrundfunk in Bremen. Ich wollte ganz kurz eingehen auf dich. Wir haben in Bremen das Internet radiomäßig verknüpft mit unserem Sender. Das heißt, wir haben eine Technik entwickelt, wo man aus jedem Ort dezentral via UKW live senden kann. Völlig einfache Geschichte, funktioniert auch in Thüringen. Solltet ihr mal versuchen, ist auch sehr preiswert. Also mir graust ein bisschen vor der Vision, dass Bürgermedien zum Beispiel über Landesmedienanstalten organisiert werden. Radio Z ist ein gutes Beispiel. Radio Z ist ein Hofnarr der BLM, würde ich jetzt mal zugespitzt sagen. Den leistet man sich, weil man natürlich auch ein bisschen liberal sein will. Aber die Politik der BLM ist nicht die, Leute mit unterschiedlichen politischen Meinungen die Möglichkeit zu geben, sich zu äußern. Und wenn Sie hier mal auf die Lokalrundfunktage gehen, sehen Sie das schön, dass die Radio Z damit vorgezeigt wird, aber das ist wirklich ein mikroskopisch kleiner Bereich, der da unterstützt wird. Und wir müssen weg von solchen Einflüssen wie die Landesmedienanstalten, wenn wir über Bürgermedien reden. Das sind staatliche Institutionen, das meine ich jetzt gar nicht so negativ ihnen gegenüber, die kontrollieren staatliche Gelder, die haben bestimmte politische Vorstellungen, es gibt bestimmte politische Parteien in unterschiedlichen Ländern, unterschiedliche Parteien, die sie kontrollieren und die ihre Personen da positionieren. Und Bürgermedien muss was ganz anderes sein, außer von Landesmedienanstalten zur Verfügung gestellte Infrastruktur. Ich begrüße ganz herzlich Jochen Fasko von der Landesmedienanstalt Thüringen, der sicherlich was dazu sagen möchte. Ja, hallo erstmal. Also da würde man jetzt gerne lange drüber diskutieren, ohne die Kaffeepause zu sehr einzuschränken. Aber ich bin auch gerne dabei, dass wir mal das Landesmedienanstalt-Bashing weitermachen und mal gucken, was wirklich am Schluss übrig bleibt. Wer wirklich sich um diese Themen kümmert, wer nicht, glaube ich persönlich, um da irgendwelche Hofnarren zu halten oder um da irgendwelche, weiß ich nicht,
politische Dinge da zu verfolgen, wer wirklich am Schluss die Gelder, die über die Rundfunkgebühren, zum Glück kann man einen guten Teil von Rundfunkgebühren auch für Dinge nehmen, die nicht rundfunkspezifisch sind. Das war eine Diskussion, die auch Rechnungshöfe übrigens andauernd und immer wieder aufmachen, die also Gelder in die Hand nehmen, um Strukturen zu finanzieren, Leute zu engagieren, Leute zu motivieren und am Schluss bis hin zu dem, dass wir in die, in Thüringen übrigens können wir das genauso machen, da haben wir schon seit vielen, vielen Jahren, der Kollege hat das ein bisschen, glaube ich, ironisch gemeint, dass wir in die Schulen reingehen, dass wir in die kommunalen Regionen reingehen, dass wir in den ländlichen Raum reingehen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es muss am Schluss irgendeinen geben, der erstens Geld in die Hand nimmt, der zweitens dieses Geld, das er verwendet, wenn es sein muss, bis vor Gericht, weil er vielleicht gesagt bekommt, du hast es gemacht und hast nicht richtig das ausgegeben, das bis hin, dass er vielleicht selbst haftbar gemacht wird, auch dann umsetzt und einsetzt. Und drittens mit einem, ich denke schon, Anspruch, Menschen dazu zu bringen, sich zu artikulieren, Partizipation zu leben, demokratische Teilhabe wirklich umzusetzen. Völlig egal, ob das jetzt, vielleicht ist Bayern da ein bisschen spezieller Fall, aber völlig egal, wie das politisch gemeint ist und ob man da jetzt vielleicht will, dass bestimmte Strukturen unterstützt werden sollen, dass wir wollen, dass am Schluss gerade junge Menschen, aber auch generationsübergreifend, sich engagieren in Bürgermedien. Und da ist es für mich völlig egal, ob das am Schluss in einer Radioform, im Fernsehform, über Blogs, über andere Wege im Netz passiert. Es geht uns darum, glaube ich, dass wir wollen, dass Menschen sich engagieren und am Schluss in demokratischer Teilhabe an diesem System weiter und besser dran arbeiten, dass es besser wird. Fazit, dafür machen, glaube ich, Medienanstalten eine ganze Reihe was. Wir können da gerne drüber diskutieren. Wir haben ja heute Abend nochmal oder Nachmittag nochmal die Möglichkeit. Aber am Schluss wollen wir, glaube ich, eine bessere Gesellschaft und da arbeiten wir alle dran. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Unser Schlusswort sollte aber das, oder das Schlusswort sollte jetzt aber Jeffrey Wimmer haben. Ist ja immer sehr schön, wenn man als Vorträger auch ein paar Impulse mitnehmen kann von seinem Publikum. Und ja, haben Sie hoffentlich. Ich hatte ja mein Postulat schon gesagt. Also ich glaube, ich würde mir auch eine Welt wünschen, wo Bürgermedien nicht mehr nötig wären. Vielen Dank. Okay, vielen herzlichen Dank. Wir gehen...